Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Bianca von Gerstmann Design und heute wollen wir diese hübsche Verpackung zusammen basteln. Die hat es auch in sich. Wenn du sehen willst, wie das geht und was innen drin ist, dann bleib dran. Wir gucken uns heute mal an, wie diese Schachtel gebastelt wird und ich habe ja schon gesagt, die hat es in sich. Tada! Also hier habt ihr so ein kleines Fach für einen Gutschein und da habe ich jetzt ein Badesalz reingepackt, das fand ich ganz süß. Ihr könnt es aber auch einfach hier nochmal mit einem Spruch versehen. Die Schachtel, würde ich jetzt mal sagen, ist eine rechteckige Pizzakartonschachtel, also so würde ich es nennen. Die haben wir noch ein bisschen dekoriert und wie das jetzt alles Schritt für Schritt geht, das zeige ich euch jetzt. Also wie schon gesagt, habe ich bei dieser Schachtel komplett aus einer Reihe gearbeitet und die nennt sich Schneeflockentraum. Da habt ihr ja das Designerpapier jetzt auch im Sale gehabt. Das ist das Stempel- und Stanzset. Dann gibt es dazu auch ein ganz schönes Glitzerpapier, das kann ich euch echt nur empfehlen. Strasssteinchen, wunderschöne. Und auch ein hübsches Band. Ich verwende aber heute ein etwas anderes Band. Und hier auf Seite 38 vom Saisonkatalog habt ihr dann nochmal so ein paar Details. Und das schauen wir uns jetzt aber mal ganz genau an, denn ich habe es ja hier, dann zeige ich es euch mal hier. Und zwar, so, ich habe hier mal so ein bisschen was für euch vorbereitet. Also das ist jetzt das Stempelset und mit den Stanzen arbeiten wir gleich noch. Da habt ihr ganz, ganz viele Sprüche auf Deutsch und dann halt diese Schneeflocken in so einem leichten, also es ist nicht so ein eindeutiger Abdruck, sondern so leicht meliert, würde ich jetzt mal sagen. Abgedruckt sieht das Ganze dann unter anderem so aus und ihr könnt auch, das habe ich hier mal angedeutet, zum Beispiel auch diese Stanzen, diese Schneeflocken miteinander kombinieren, also die beiden Zarten kombiniert, ergibt dann das hier. Hier habt ihr nochmal die Sprüche abgestempelt und ja, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht und das wäre auch echt was, das würde ich mir jetzt hier wahrscheinlich einmal abschneiden, weil Gruß zum Fest, ich finde das Glitzernde, das ja, kann man auch abschneiden, dann passt auch besser hierzu und passt bestimmt auch schön in ein kleines Etikett. Genau. Dazu passend gibt es die Stanzen. Das sind jetzt alles ausgestanzte Sterne. Dieser und dieser, die kannst du auch dir stempeln und dann ausstanzen. Und hier habe ich schon so einen kleinen Hinweis. Das wird jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Gutschein-Tech-Tasche, sage ich jetzt mal. Oder auch im etwas hochformatigen Style. Dann hast du ja das, was wir gleich benutzen werden für unsere Front. Und diesen Stern, ich zeige es auch mal in den Sinnlitz. Dieser Stern, der schneidet nur aus. Der schneidet eben keine Kontur außen. Also der schneidet nur diese Löcher, genauso wie dieses Element. Beziehungsweise, was heißt nur diese Löcher, ne? Dieses wunderschöne Set hier. Und genau, das sind die anderen Sinnlets dazu. Die brauchen wir gleich. So, dann schauen wir uns mal an, was wir alles brauchen. So, ihr Lieben, das ist jetzt so eine bunte Mischung, was wir heute alles benutzen werden. Wir arbeiten in Abendblau, deswegen habe ich jetzt auch mal hier ein Stempelkissen in Abendblau bereitgelegt. Außerdem werden wir embossen. Wer es noch hat, gerne diesen Embossing Buddy dazu. Und wir werden heute mit Weiß embossen. Das bewahre ich in solchen kleinen Döschen auf. Dann natürlich jede Menge kleine Werkzeuge, meine ich. Also Acrylblöcke, Aufhebehelfer, Falzbein und Schere. Klebemittel, da finde ich gerade bei Schleifen ankleben die Clue Dots prima. Dann kommen wir natürlich, Flüssigkleber darf nicht fehlen. Dann kommen wir zum Akzente setzen. Das habe ich einmal hier mit diesem flüsterweißen Band gemacht. Das ist die Schleife unten an der Packung. Und dann habe ich noch Akzente einmal aus der Reihe. Diese wunderschönen Steine.
Die sind echt der Oberburner. Ich liebe die. Und dann noch hier so Basic Perlchen. So, ihr Lieben, wir kommen zum Zuschnitt. Und zwar braucht ihr 3 Stücke vom flüsterweißen Farbkarton in den Maßen 9 cm mal 13 cm. Das könnt ihr euch schon mal gut so vorbereiten. Dann arbeiten wir das Ganze in Abendblau, deswegen ein etwas größeres Stück in Abendblau mit 9,5 cm mal 13,5 cm. Dann ist es gut, weil wir auch ein bisschen stempeln wollen, wenn ihr euch flüsterweißen Farbkarton, da reicht es aber auch, wenn ihr ein Reststück nehmt. Das ist jetzt quasi für die Tech-Tasche und die Sterne. Und diesen zweiten A4 flüsterweißen Farbkarton, den schneiden wir uns jetzt zu und falzen den auch ein bisschen. Und den schneiden wir uns zu auf 18,6 cm. Quatsch, auf 18 cm. Entschuldigung. 18 cm. Also, da kann man auch prima noch irgendwelche Sprüche drauf stempeln. Und dann diese Seite auf 26. Und dann falzen wir einmal rundherum bei 2 cm. Das war jetzt nicht ganz so heikel. Ach du Kacke. Aber es war genau an der richtigen Stelle geschnitten. Puh, Glück gehabt. Böse Klinge. So, rundherum bei 2 cm. Dann bei 12 cm. Also hier die lange Seite bei 12 cm. Und nochmal bei 14 cm. Das war auch schon die ganze Falzarbeit. Und das, ach, was ich ganz vergessen habe, euch mitzuteilen, wir brauchen natürlich noch die Trio-Stanze. Wir wollen jetzt diese Ecken noch ein bisschen abrunden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ich fand aber auch im Endeffekt das so niedlich, dass das hier so ein so runde Nipsis gibt. Also ihr müsst es jetzt nicht mit der Trio-Stanze verschönern. Ist aber wirklich sehr, sehr nice. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das gerne. Ich zeige euch jetzt einmal, wo wir gefalzt haben, damit ihr vergleichen könnt, ob es bei euch auch so aussieht. Aber so. Also, wir haben jetzt 2 gleich große Felder mit 10 cm. Und ringsherum dann diese 2 cm als Falz. So, wenn ihr möchtet und es damit verfeinern möchtet, dann tut es gerne. Und ich sag euch schnell eben wie. Denn es ist total wichtig, dass die äußeren, also die an der kurzen Seite, die oberen, die schneiden wir nämlich nur links und rechts ein, nicht hier oben. Also ich zeige es euch mal eben. Ich schneide die Falz raus, beziehungsweise ich mache erst mit dem Eckenrunder hier eine schöne Nut, eine schöne Verzierung, sage ich jetzt einfach mal. So, und da muss man halt immer so ein bisschen gucken, wie ich das mir reinlege. Und ihr habt ja hier oben so ein kleines Bildchen. Ich habe es euch auch schon mal vorbereitet. Also wenn ihr das jetzt ringsum macht, immer quasi 2 Bögen falzt und dann stanzt, dann ergeben sich eben diese, wie ich finde, mega, mega süßen Effekte.
Es wäre jetzt anders, wenn ihr noch diese andere Trio-Stanze habt, die hier so zwei Rundungen hat. Da müsst ihr natürlich auf die Richtung achten, die waren zweimal unterschiedlich. Bei der ist es jetzt nicht so. Da könnt ihr einfach, einfach drunter und zack, drunter und falzen, stanzen. Ach du meine Güte, das habe ich hier mir voll reingesäbelt. Ist aber wie gesagt gar nicht so schlimm. Darf jetzt nur nicht abreißen. So, das ist jetzt so die Verfeinerungsarbeit. Ihr könnt das auch weglassen, wenn ihr diese Trio-Stanze nicht habt. Wenn ihr sie gerne haben möchtet, könnt ihr das und alle anderen Stampin' Up! Produkte gerne über mich bestellen auf www.gerstmanndesign.de oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail an info@gerstmanndesign.de. So, jetzt schneiden wir die Falz auf. Die schneide ich komplett weg. Also das ist dann so ein kleiner Stiel quasi, der hier so... Das ist so ein kleiner Stiel, der dann absteht. Den schneide ich komplett raus. Das hat den Vorteil, dadurch haben wir die Toleranz, die so eine Packung eigentlich braucht beim Falzen und Biegen. Es ist ja immer Material, was irgendwo hin muss. Die haben wir dann eben gegeben, dass wir hier was wegschneiden komplett. Das fällt dann schön aufeinander, die Kanten. Das machen wir einmal hier und einmal hier oben. Das habe ich jetzt einmal schon für euch vorbereitet. Hier haben wir einen Ausschnitt gemacht von der Falz, dort auch. Hier nur an dieser Seite, dann hier und hier. Also das hier bleibt. Da könnt ihr euch nur auf der gegenüberliegenden Seite schon mal einen Streifen doppelseitiges Klebeband hinpappen. Denn das... hält am besten die Spannung aus bei so einer Kiste und da nehmt ihr einfach die Trägerfolie ab und könnt das Ganze jetzt zusammenkleben. Das ist jetzt der fertige Grundkörper, den wollen wir jetzt noch ein bisschen miteinander verzieren. Und zwar haben wir ja das Abendblau zugeschnitten, das ist genau 1 cm kleiner, das kommt hier so drauf. Und dann nehmen wir eins von den 9 x 13 cm Stücken. Und gestalten damit den Innenteil, also beziehungsweise den Aufleger. Und zwar nehmt ihr euch dafür einfach die Sinlets. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich, das hat hier zwei Elemente und da ein Element. Ich habe jetzt den Teil mit den zwei Elementen nach rechts genommen. Und dann einfach schön hier parallel ausgerichtet und dann einmal so durch die Big Shot gejagt. Das machen wir jetzt. So, also das jetzt einmal mit der Big Shot durchgejagt, sieht dann so aus. Und dann könnt ihr das vorsichtig entformen. Ich habe das jetzt mit der Präzisionsplatte gemacht. Da ist das... immer sehr gut fest und alles, was da jetzt noch nicht ganz frei ist, noch nicht losgelöst ist, das könnt ihr einfach einmal wegpieksen mit dem Aufhebehelfer, den haben wir ja mittlerweile. So, so sieht das dann aus. Und an der Stelle zwei Tipps von mir. Wer möchte, kann das auch super süß mit diesem Stempelset hier kombinieren. Da wollte ich ursprünglich diesen Engel so dahinter setzen, weil das auch schön zu dem Spruch passt. Oder das passt auch süß, den Spruch, den wir gleich stempeln werden. Also das ist auch ein sehr süßes Set. Zeige ich euch vielleicht nochmal in einem anderen Video, wenn wir dazu kommen. Ich habe mich ja jetzt für den Spruch entschieden.
chillig heute bei mir. Den Spruch vom Himmel gefallen und für dich gefangen. Ich finde, das passt ganz süß zu den Schneeflöckchen. Und wir wollen das Ganze jetzt embossen. Wenn du einen Embossing-Buddy noch hast, dann nutze ihn gerne. Ansonsten kann man sich auch selbst sowas nähen mit ein bisschen Babypuder drin. Das sollte die gleichen Effekt haben. So, wenn du dir unsicher bist, wo dein Stempel jetzt genau hin soll. Ach so, ganz wichtig auch. Eine Unterlage fürs Stempeln. Ich nehme da immer gerne so ein 2 mm Muskummi, weil wir jetzt mit Fotopolymer stempeln. Und für gleich noch ein Schmierblatt. Und das Ganze, wie gesagt, wollen wir mit Versamark embossen. Das ist so ein klebriges Stempel-Tool, Stempelfarbe. So, wenn du möchtest, dass es ganz genau ist, dann behalt den Aufleger einfach, also dieses Weiße, einfach so, dass es in das Feld passt. Einmal abstempeln. Vorsichtig entnehmen. Und das, wo wir jetzt quasi den Kleber aufgestempelt haben, das einmal durch das Embossing-Puder. Das kommt nicht in solchen Verpackungen. Ich habe mir das nur umgefüllt. Und das wird jetzt mit dem Heißluftföhn erhitzt. Also so sieht es aus, wenn der Heißluftföhn noch nicht drüber war. Und so sieht das Ganze aus, wenn es embossed ist. Dann hat das so einen leichten Glanz. Und ja, man kann es jetzt auch nicht mehr verwischen. Das haben wir jetzt mal gemacht. Und theoretisch können wir das jetzt schon so aufeinander bringen. Schön mit der Mattung, wie wir sie haben wollen. Darauf achten, dass die zwei rechts sind, so wie wir es uns überlegt hatten. Und dann kann man das jetzt schon mal aufeinander kleben. So, das war der erste Streich. Und das Ganze kann dann einmal so auf den Karton drauf. Und dann haben wir schon mal einen großen Teil geschafft. So, also das ist jetzt schon mal soweit die Box. Wer es schlicht mag, kann es dabei gut sein lassen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nicht schlicht mag, aber wir stempeln jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Und zwar nehme ich mir im Prinzip diesen Stern. Den kann man ja auch, diesen Stern und diesen Stern kann man auch ausleiern mit der Big Shot. Das finde ich ja immer total schön. Den brauchen wir jetzt einmal. Und weil wir auch gleich den Innenteil noch stempeln, der sieht ja so aus, lege ich mir auch schon mal ein paar andere Stempelblöcke zurecht. Und zwar stempeln wir eigentlich bis auf die ganz, ganz kleinen alles im zweiten Abdruck in Abendblau. Das heißt, wir stempeln, wenn wir einmal, also wichtig bei Fotopolymer stempeln, immer eine Unterlage drunter. Wir stempeln einfach den zweiten Abdruck. So sieht das dann aus. Also etwas weniger, aber bei Abendblau, ich finde, das kann man gut machen. Das hat dann halt dieses kühle Blau, aber leicht heller. So, und den Stern brauchen wir zweimal. Einmal für außen, einmal für innen. Und dann können wir uns unsere Zuschnitte auch nehmen, die 9x13 sind. Und dann habe ich einmal in so einem Bogen gestempelt, beziehungsweise einmal in so einem Bogen gestempelt und den anderen dann eher in dem Bogen. Da könnt ihr dann euch wild austoben. Und da habe ich dann auch den zweiten Abdruck genommen. Ich habe jetzt hier ein Schmierpapier drunter, einfach damit ich mir nicht auf die Unterlage wutze.
kommt unten rein. Das kleben wir gleich auf, denn wir wollen ja noch hier diese Gutscheintasche machen. Für den Tag möchte ich jetzt hier dieses Element machen. Also wir werden jetzt ein bisschen abwandeln von dem. Das war ja so der Prototyp. Und da braucht ihr dann ein Stück, was 12,5 cm groß ist. Mal 7,5. Und dann reihum bei einem Zentimeter gefalzt. Und wenn ihr das dann einmal komplett durchgefalzt habt, dann legt euch schon mal die äußeren Falzlinien nach außen und dann nehmen wir den Teil, also man kann grob sagen, dass hier so die Mitte verlaufen würde, also da ist so eine kleine Ecke und hier auch, und das setzt ihr euch so an, dass es hier diese Ecke und diese Ecke ungefähr ausgemittelt ist, dann habt ihr ungefähr die Optik, wie man bei einem offenen Briefumschlag, wenn man da so reinguckt. Und das leiern wir so einmal durch die Big Shot. So sieht das Ganze dann einmal durch die Big Shot geleiert aus. Vorsichtig entformen, dass jetzt hier nichts kaputt geht. Und zwar haben wir jetzt quasi diese Lasche schon geschnitten, und das hat einen super Vorteil, weil wir das gleiche umknicken und einkleben, und dann ist das einfach nicht störend, also das passt dann einfach mit der darüber liegenden Form ganz gut zusammen. Außerdem habe ich mir eben an der Big Shot noch die Sterne ausgeschnitten, dafür habt ihr ja dann die Framelits, und jetzt können wir das Ganze schon zusammensetzen. Machen wir einmal vorne fertig. Da habe ich mit einem Dimensional gearbeitet. Also der Kristall ragt über die Kiste raus, ist aber gar nicht schlimm, wie ich finde. Und dann kommen noch so ein paar hübsche Akzente drauf. Einmal in der Mitte. Und dann noch so ein paar unterschiedlich große Perlen. Auf dem Projekt verteilt. Das ist ja eigentlich immer so das Schönste. Ich liebe es, diese Perlchen aufzukleben. So, also hier habe ich jetzt mal, aber da könnt ihr einfach gucken, wie es euch am besten gefällt. Da hatte ich eins. Da hatte ich eins und schon hat das Ganze so ein bisschen Glanz. Jetzt nehme ich mir hier noch was von dem Band. Mach mir flugs eine Schleife. Die Schleife kommt dann einfach mit einem Clou dort hier mittig hin. So, das ist jetzt schon mal der Außenteil. Jetzt kümmern wir uns noch um den Innenteil. Diesen Tag, den werde ich mir, also werde ich mir jetzt die Klebelaschen noch leicht anschrägen. Im oberen Teil sind sie ja sozusagen schon angeschrägt. Und dann machen wir uns einmal Abreißklebeband auf die Klebelaschen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das hier haben wollen. Kleb, kleb, kleb. Also,
Also da es ja jetzt gerade angeordnet ist, würde ich tatsächlich dazu tendieren, das jetzt mittig hinzukleben. Und weil wir ja jetzt hier noch so viel Platz haben und hier ja auch so ein Stempel dabei ist mit Wünsch dir was, dachte ich mir gerade spontan, den nutzen wir jetzt auch, den Stempel. Der passt doch wunderbar zu einem Gutschein. Ja, besser, man hätte das jetzt vorbereitet und vorher gestempelt, aber wer sagt's denn, es ist gar nicht schlecht. Wünsch dir was, juhu. So. Dann kommt da noch der Stern dazu. Das ist eigentlich egal, ob ihr den dann mit Flüssigkleber aufklebt oder mit Abstandklebedingern, Klebepünktchen. So, wir kleben das jetzt alles einmal in die Kiste und dann sind wir auch schon fertig. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Also das ist jetzt hier ein Beispiel für diesen Badezusatz. Es passen aber auch andere Sachen rein im Format 9x13. Wichtig ist dabei auch noch zu sagen, dass ihr das jetzt auch einfach natürlich auf eine Karte anwenden könnt, das Beispieldesign. Einmal mit so einem links angeschrägten Einschubfach für einen Gutschein und einmal hier für ein, da passt das eigentlich komplett gut rein. Finde ich eigentlich ein bisschen schöner, wenn das so mittig angeordnet ist. Was gefällt euch denn besser? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und schickt mir auch gerne mal euren Entwurf, was ihr so da draus gemacht habt. Würde ich mich auch riesig freuen an info@gerstmanndesign.de. Und was ich euch auch noch dazu mitgeben wollte als kleinen Tipp, wer möchte, kann auch das obere Element mit diesen Schüttelelementen hier verzieren als Schüttelkarte. Die sind auch sehr süß, findet ihr auch im Saisonkatalog bei dieser Reihe mit dabei. Das gibt dem Ganzen auch nochmal echt einen schönen Effekt. Und ja, das ist die Packung. Ich finde, die ist wundersüß und ich werde wahrscheinlich noch ein paar davon basteln, denn bleibt gesund, das werde ich jetzt noch ein paar Mal verschicken. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachbasteln und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Wenn ihr das Set noch nicht habt, bestellt es unbedingt, das ist wunderschön. Und ja, da bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss, eure Bianca.